Fünf legale Tricks, die eigene Rente aufzubessern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie stehen kurz vor dem 63. Lebensjahr und kriegen die Kündigung von Ihrem Arbeitgeber. Sie sind dort viele, viele Jahre beschäftigt im Unternehmen und gehen zu Ihrem Anwalt und der reicht eine Kündigungsschutzklage ein. Und vor dem Arbeitsgericht kommt es zu einem Vergleich. Das hat der Arbeitgeber auch wohlweislich kalkuliert. Der wusste also, dass das so kommen wird. Und der bietet Ihnen eine Abfindung an. Sagen wir mal 30.000 Euro. Jetzt könnten Sie ja sagen, okay, ich nehme die Abfindung und packe die in meine eigene Tasche. Aber viel besser ist es doch, da Sie ja wissen, dass Sie vielleicht mit 63, sogar mit Abschlägen in Rente gehen können, dass Sie sagen, Arbeitgeber, ich will die Abfindung nicht in meine eigene Tasche haben, du zahlst die bitte in die Rentenkasse ein, damit mein Abschlag für meine Altersrente, für langjährig Versicherte mit 35 Jahren, mit Rentenbeginn 63 Jahre, entweder gar keinen Abschlag oder nur noch einen geringeren Abschlag hat. Und welchen Vorteil hat das für Sie? Ganz einfach. Erstens, diese Abfindung ist für Sie und natürlich auch für den Arbeitgeber erstmal sozialversicherungsfrei. Das heißt also, darauf fallen keine Beiträge an. Und mindestens die Hälfte dieser Abfindung ist für Sie steuerfrei. Der Arbeitgeber zahlt gar keine Steuern auf diese Abfindung, der hat also nur diesen Abfindungsbetrag. Der nächste Vorteil ist für Sie, Sie müssen nicht aus Ihrem eigenen Vermögen 30.000 Euro nehmen und die Abschläge sozusagen zurückkaufen. Natürlich müssen Sie auf die andere Hälfte der Abfindung Steuern zahlen, aber das hält sich ziemlich die Waage, wenn Sie hier den Vorteil sehen, dass Sie eine abschlagsfreie Rente bekommen könnten. Wenn Sie jetzt ganz clever sind und Sie vergleichen mal das zu erwartende Arbeitslosengeld, was Sie praktisch bekommen würden, wenn Sie arbeitslos werden oder Ihre Rentenleistung ohne Abschlag und Sie stellen fest, dass das sich so ein bisschen die Waage hält, dann gehen Sie doch einfach in die Arbeitslosigkeit. Ihr Arbeitgeber hat Ihnen den Abschlag abgekauft. Das heißt also, in der Arbeitslosigkeit bekommen Sie sogar noch Rentenversicherungspunkte gezahlt. Und dafür steigt dann auch weiterhin Ihre Rente später an. Deshalb sage ich, eine super Nummer, ganz legal, um Ihre Rente zu erhöhen. Kommen wir zu dem zweiten Trick. Die spätere Rente durch Minijobs aufbessern. Also es gibt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die neben ihrem ganz normalen Vollarbeitszeitjob noch Minijob haben. Welcher Vorteil bringt uns der Minijob in so einer Konstellation? Erstens, der Minijob ist steuer- und abgabenfrei. Das heißt also, Sie müssen darauf keine Einkommensteuer zahlen und auch keine Krankenversicherungsbeiträge. Der Minijob ist rentenversicherungspflichtig. Das heißt also, Sie tun auch nebenbei noch ein bisschen was für Ihre Rente. Auch wenn es nicht viel ist. 4 bis 5 Euro im Jahr pro Monat für ein Jahr Minijob. Ja gut, einfach mitnehmen. Warum nicht? Und wenn aus dem Minijob Geld noch ein bisschen was übrig bleibt, dann können Sie ja immer noch ein bisschen was zur Seite legen. Und was ganz wichtig ist, für viele Studenten und Schüler ist das ein super Instrument, um neben dem Studium rentenversicherungspflichtig beschäftigt zu sein und somit Wartezeiten für eine spätere Rente zu schließen. Und für die Leute, die mit 45 Jahren in Rente gehen wollen und bei denen noch ein paar Kalendermonate fehlen, bringt der rentenversicherungspflichtige Minijob natürlich auch noch entsprechende Wartezeiten. Trick Nummer 3. Rentenbeiträge als Langzeitstudent nachzahlen. Kennen Sie vielleicht, Sie sind Student, studieren Jura oder Medizin. Die Deutsche Rentenversicherung erkennt bei Ihnen maximal 8 Kalenderjahre für Schulausbildungszeiten. Dazu zählen auch Fachschule und Hochschule als sogenannte Anrechnungszeiten an. Und alles, was darüber hinausgeht, wird nicht mehr anerkannt. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Sie bis zum 45. Lebensjahr bei der Deutschen Rentenversicherung einen Antrag stellen, dass Sie da entsprechende Zeiten ab dem 16. Lebensjahr nachentrichten können, und zwar mit gesonderten Beiträgen. Welchen Vorteil hat das? Sie schließen Lücken im Versicherungsverlauf und bekommen dadurch später eine höhere Rente. Trick Nummer 4. Ausgleichszahlung für den Rentenabschlag. Das war so ähnlich wie mit der Abfindung, aber jetzt geht es aus Ihrer eigenen Tasche. Das heißt also, Sie wollen mit 63 in Rente gehen und wissen, dass Sie eigentlich dafür Abschläge bekommen. Und dann fordern Sie von der Deutschen Rentenversicherung die sogenannte besondere Rentenauskunft ab. Und dort erklärt Ihnen oder zeigt Ihnen die Deutsche Rentenversicherung, wie hoch der Ausgleichsbetrag ist, den Sie einzahlen müssen, damit Sie den Abschlag ausgleichen können.
Der Vorteil für Sie ist, wenn Sie so eine Ausgleichszahlung machen, das können Sie schon ab dem 50. Lebensjahr machen. Dazu auch in jährlichen Raten. Ja, nicht jeder hat 30, 40 oder 50.000 Euro in der Hand und kann das sofort einmal zahlen. Diese Ausgleichsleistungen, diese besonderen Ausgleichsleistungen sind steuerlich absetzbar. Und was ganz wichtig ist, Sie partizipieren mit den erhöhten Entgeltpunkten für die Ausgleichszahlung auch an den Rentensteigerungen. Und wenn Sie dann sagen, Sie wollen mit 63 gar nicht in Rente gehen, sondern Sie wollen sozusagen noch weiter arbeiten, dann zünden Sie wirklich einen Rententurbo und Sie dann durch die erhöhten Entgeltpunkte hier auch noch eine spätere höhere Rente bekommen. Trick Nummer 5. Rente steigern durch Verdienst neben der Rente. Also wer nach seinem Rentenbeginn noch nicht genug von seiner Arbeit hat und meint, ich muss noch weiterarbeiten, der soll es ja tun. Es kann für sein Portemonnaie gar nicht so schlimm sein. Und das Gesetz macht es ja möglich. Mit dem Arbeitgeber die Rentenversicherungspflicht vereinbaren, das ist ganz wichtig. Und Sie arbeiten ganz einfach weiter, weil der Verdienst, den Sie jetzt noch neben der Rente haben, wirkt rentensteigernd, wenn Sie die Rentenversicherungspflicht vereinbart haben. Und zum Zweiten, Ihr Verdienst wird ab der Regelaltersgrenze natürlich nicht mehr an die Rente angerechnet. Das heißt also, Sie haben zwei Einkünfte nebeneinander. Und so einfach geht's. 5 ganz legale Tricks, wie Sie Ihre Rente erhöhen können, dabei sogar noch Steuern sparen, an den Rentenerhöhungen partizipieren und auch noch etwas für Ihre Hinterbliebenen machen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.